grüße euch und ich danke euch, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr zuschaut und für eure liebe Kritik. Danke, dass euch mein YouTube-Tun gefällt. Allesamt sind sie der Meinung, ich bin sehr authentisch, das freut mich sehr. Dass ich authentisch rüberkomme, ist gut. Nur, ich sehe ein kleines Problem. Und da muss ich bestimmt ausholen. Ja, weil die, wo mich nicht kennen, ich bin hektisch. Ich bin chaotisch. Ich bin zu schnell, zu viel, von allem ein bisschen zu viel mitunter. Und so, ja, hat auch Leuten mein Video sehr gut gefallen, aber sie haben nicht wirklich verstanden, was ist jetzt zum Beispiel ein Vaporisator, ein Vaporizer. Und wie geht das jetzt eigentlich? Wie mache ich das? Also, da muss ich das jetzt nochmal ein bisschen aufdröseln und mir Zeit lassen dabei. Ne? Also eins nach dem anderen. Gemütlich. So Leute, und da ich in meinem Außenstudio gerade bin und meinen Vaporizer nicht dabei habe, habe ich euch Free Pick, wenn man es nachher sieht, das Free Pick, wo sich verschiebt. Nein, Moment, also kann ich wahrscheinlich rausschneiden wieder, dann mache ich das jetzt so. Es ist halt ein Totenkopf dabei, dann könnt ihr euch wegdenken oder euch freuen drüber, wie auch immer. So sieht es aus. Das ist ein Gerät zum Verdampfen des Cannabis durch Hitze. Da tut man ein bisschen was rein. Also die Verpackung sieht zum Beispiel so aus. Das ist ein Beispiel. Ja. Mein eigenen habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Den muss ich sauber machen, bevor ich den da groß im Fernsehen zeige. Auf YouTube. Ja, das wäre das mit dem Vaporizer. Was ich euch zeigen kann, sagen kann ich, dass es da unterschiedliche Modelle gibt. Und wenn man Patient ist, dann muss man das erst mal mit seinem Arzt absprechen. Weil es gibt Modelle, die bezahlen die Krankenkasse. Und dann würde natürlich auch nicht mehr denn die Krankenkasse bezahlt und dann hast du einen Vaporizer. Weil auf den Rezepte von den Patienten dürfen nur zwei Sachen draufstehen. Nicht das, was ich da so mache, sondern da darf draufstehen, Inhalation per Vaporisator. Dann muss noch dabei stehen, wie viel Gramm am Tag von dem jeweiligen Gras. Bei Leuten, die auch einen Tee trinken würden, kann auch dabei stehen. Oder Zubereitung eines Tees. Da habe ich dann immer drauf, brauche ich nicht dazu schreiben, mache ich eh nicht. Ja, also das ist ein Vaporisator. Die Ärzte dürfen natürlich auch nicht sagen, gehst rauchen, gehst kiffen, um Gottes Willen. Und ich habe es euch ja im letzten Video, das ist schon deutlich rübergekommen, Tabak. Tabak ist natürlich, ja, nicht der medizinische Punkt, ne? Also das, die Grasblüten, die Cannabisblüten ohne Tabak sind schon sehr sinnvoll. Ja, also dann hätten wir das jetzt, glaube ich, abgearbeitet mit dem Vaporisator. Ich zeige euch irgendwann mal noch meinen. Aber das muss jetzt heute lange. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Mein tägliches ins Gras beißen. Ja, und zwar für mich am allerliebsten Indica, weiß nicht, kann man es lesen? Indica, die beruhigende Sache. Ja, da muss ich euch auch drüber erzählen. Warum Indica? Jetzt ist Abend, da würde jeder am allerbesten Indica nehmen sollen. Ne? Und ja, dann lasse ich das auch für heute so und zeige euch jetzt, was ich damit mache. Ich nehme jetzt nicht meine normale Menge von, weil nicht, dass ihr das nachmacht oder was. Ich habe mit einer Messerspitze angefangen und das mit Öl. Das Gras war aber vorher im Backofen. Ich fülle mir das dann in so kleine, nette Marmeladegläsle um, weil da lässt sich das gut aufbewahren. Ja, und dann nehme ich das in den Mund und dann nehme ich mein Öl dazu. Und dann kann ich aber, ja, also ich muss euch jetzt zeigen, ich mache es halt dann jetzt, ja, also, Moment. Normal lässt man das jetzt eine Weile im Mund, weil die Mundschleimhaut nimmt es besonders hervorragend auf.
Wasser trinken, sowohl beim Rauchen als auch beim Essen von Cannabis, sehr wichtig. Ich muss das jetzt auch kurz runterschlucken. Ja, und das ist die Sache. Das Cannabis mit Öl, was ich jetzt gegessen habe, das ist jetzt Zellnahrung. Das geht als Zellnahrung an jede Zelle in meinem Körper. Und das hat bei mir Sachen geheilt, wo ich gar nicht gewusst habe, dass man das noch heilen kann. Ja. Also tatsächlich, ich meine, es will man darüber sprechen, aber ich muss es, ja. Also, wo vor vielen, vielen Jahren meine Tochter in den Kindergarten durfte, dann konnte ich sie nicht hinbringen, weil ich hatte morgens 3 bis 5 Mal Dünnpfiff. Ich konnte nicht aus dem Haus gehen, also das hat eine Weile gedauert und ich habe gar nichts gehabt, dann hätte ich das mit rumtragen und es hätte unterwegs passieren können, oder ich trinke einen Kaffee, rauche eine Zigarette und dann aber geht's los. Und das ist halt eine morgendliche Stuhlinkontinenz. Ich war sehr glücklich, dass es nur eine morgendliche Stuhlinkontinenz war, weil dann ist es ja erledigt. Also wenn ich leer war, war ich leer und dann konnte ich den Tag schön verbringen. Hurra, alles gut. Aber du kannst keine Morgenstermine haben. Ne? Ja, das ging gut. Mein Mann hat es, der Papa hat sie in den Kindergarten gebracht, die Mama wieder geholt. Es war alles einwandfrei. Ja, und ich war in den guten Jahren mit Freunden Kanu fahren. Da muss man auch immer früher losfahren, dass man dann da ist, wenn die Boote und Kanadier sind wir gefahren. Herrlich, wunderbar. Ja, und dann habe ich meine Therapie angefangen als Graspatientin und habe eben das dazu gemacht, nicht nur rauchen, sondern meine Mom hat mich draufgebracht, weil das war ein Tipp von vor vielen Jahren, wo im Internet jemand den Spastikern geraten hat, eine Messerspitze, Gras mit Öl, und das Gras muss aber vorher 10 Minuten im Backofen gewesen sein. So habe ich das damals erfahren. Ich werde euch da noch weitere Möglichkeiten sagen, weil mein Mann hat ja letzt einen getroffen, der selber Patient beim Dr. Franjo Grotenherrmann ist. Ein sehr, sehr guter Arzt bei dem Thema Cannabis und wie wird mir geholfen? Der kennt ihn persönlich und der hat einen ganz anderen Tipp, wie man das dekarboxylieren soll. Ich mache das bei Ober-Unterhitze, vorheizen den Backofen auf 110 Grad und pack dann das Gras, was ich vorher zerkleinert habe, in einer backofenfesten Form zugedeckt in den Backofen rein. Hintergrund ist der, ich habe das früher offen gelassen. Und dann hat nicht nur sofort der Ofen wahnsinnig gerochen und ach, ganze Bude nach Cannabis, aber das hat gut gerochen eigentlich, glaube ich, wenn man es mag. Ja, das hat eigentlich gut gerochen. Aber wenn ich das zweite Mal eingeschaltet habe, den Ofen, dann hat es sowas voransicht nach Cannabis, also wirklich echt eklig. Und dann ist es auch ums Sparen. Der Harz soll nicht im Ofen hängen, nein, den soll man medizinisch benutzen können. Also zudecken im Backofen, das zerkleinerte Gras. Ich würde auch, wenn so Stiele dran sind, die besser wegmachen, nichts wegwerfen, da haben wir dann auch wieder Idee, was man machen kann mit dem Guten. Aber das ist ein bisschen blöd zum Kauen beißen, wenn man das, also ich habe das wirklich klein und ja, mundgerecht, so kann man noch ein bisschen drauf rumkauen. Aber nicht, dass man erst die Prügel runterkauen muss, ne? Also das ist das Geheimnis, wie ich das mache. Und mir hat es die Stuhlinkontinenz langsam verbessert, und zwar ist es so gewesen, ich konnte nach 18 Jahren als Graspatientin dann tatsächlich wieder eine Kanadierfahrt ausmachen, mit denselben Freunden zum Teil, noch neue dabei, und ich konnte 4,5 Stunden in dem Kanu, in dem Kanadier da rumfahren und sogar mit einer Umtragestelle. Ja, also mit der Inkontinenz alles gut, wir mussten früh losfahren. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem, ich bin sehr speziell, kann jetzt nicht für jeden reden, wie das alles läuft, aber bei mir war das so, ich habe nicht damit gerechnet. Und dann war das so, dass das bei mir sich verändert hat. Ich bin aufgewacht und natürlich habe ich sofort an Kaffee gedacht, aber bevor ich überhaupt Kaffee gerochen habe, bin ich aufs Klo. Und dann ist das passiert, was ich gar nicht kannte, also einfach ein Bilderbuch-Stinky, tatsächlich, ja, peinlich, aber so ist halt einfach. Und man muss es dann halt auch beim Namen nennen. Es war vorher echt übel und das nimmt einem die Lebensqualität. Also, wenn du nicht ganz dicht bist, dann kannst du manchmal auch nicht aus dem Haus gehen. Das ist tatsächlich, ja, Lebensqualität raubend. Also, das habe ich euch jetzt nochmal mit reingeflochten hier, schon mal eine Geschichte. Das ist,
Ja, jetzt haben wir einen Vaporizer, das Gras. Purize makes smoking nice. Zurück zu dem Indica. Indica. Indica ist eine beruhigende Cannabis-Sorte. Ich habe ja früher gedacht, alles Gras ist gleich beruhigend, aber nein, es gibt unterschiedliche Sorten. Und ja, ich dachte am Anfang als Patient, tagsüber müsste ich tagsüber Gras rauchen und essen und abends dann abends Gras. Das war mein Gedanke. Also, und dann war ich auf meinem Lieblings-Sativa-Gras, da hätte ich Aktien davon kaufen wollen. Oh, ein halbes, dreiviertel Jahr. Und habe mich selber überholt. Ich habe wahnsinnig viele Sachen gemacht, Anfängerbau, eine Zeit lang wahnsinnig gut, toll, erfolgreich, großartig, Haushalt, was ich alles geschafft habe als Behindi. Ich habe mich selbst übertroffen und oh, ganz toll. Aber ich war zu schnell. Und im Speziellen, wenn man mit gemütlichen Menschen zusammenlebt, dann ist man der gemütliche Mensch zu schnell und die gemütlichen Menschen sind die schnelle Menschen zu schnell. Also das macht keinen Sinn. Es kommt immer auf die Umgebung drauf an. Und für mich selber, ja, da habe ich es ja noch gar nicht gewusst. Ich habe keine ärztliche Diagnose bezüglich meiner, ja, wo ich denke, ADHS, weil man mir früher gesagt hat, das ist ein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Und es kommt von, man hätte zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt und das würde dann Defizite machen. Und ich habe einmal keine Defizite an mir erkannt, also ich habe kein Defizit. Und dann habe ich auch nicht so wenig Aufmerksamkeit, nicht so viel und nicht so wenig einfach. Und dann habe ich das nicht verstanden, wie das jetzt, ja, mein Ding sein soll. Dann habe ich aber ein neuer, guter Kumpel kennengelernt und habe dem so zugehört und habe mich tatsächlich selber erkannt, weil das Defizit rührt schon woher, aber von einem Aufmerksamkeits-zu-viel-Syndrom. Die Gedanken im Kopf. Immer weiter. Die hören nicht auf. Man denkt an was und will was machen und dann hat man schon das nächste im Kopf. Das hört einfach nicht auf. Und die eine sind noch hyper, ADHS, schnell, schnell. Und die andere, die sind halt nicht hyper schnell, aber haben trotzdem die viele Gedanken im Kopf. Viele Gedanken im Kopf, die nicht aufhören. Ja, das jetzt gepaart mit Sativa. Ich habe das ehemalige Lieblingsgras jetzt nicht mehr in meinem. Ich sage extra den Namen nicht. Ist sehr weit verbreitet. Mögen es alle. Ich sage heutzutage Sklaventreibergras dazu. Und es ist nicht nur, es ist aus sich selber Sklaventreiben. Schnell alles mache, mache, mache. Also arbeite, wolle und mache und tun. Und als Behinderte jetzt auch nicht immer gut, wenn ich zu viel. Ich muss auf meinen Körper achten und auf den Hörer und dann nicht einfach vorpreschen wolle. Also auch wenn ich mit mir alleine zusammenleben würde, nur wäre es sicherlich nicht gut, ich auf diesem Gras. Also das habe ich für mich persönlich erkannt. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die in ihrer Geschwindigkeit aufgehen, die so sein möchten. Also Indica darf man sich nicht vorstellen, als das nimmt man nur vorm Schlafen, sondern generell ist es gut für alle zu aufgeregten Menschen. Indica, gemütlich. Oder ja, wenn man zur Ruhe kommen will, ich komme auch trotzdem nicht zur Ruhe vom Prinzip, aber es beruhigt mich etwas. Ja, ich habe natürlich aber auch Phasen, wo ich den Arsch nicht hochkriege. Und wo ich zu beruhigt bin. Und dann ist für mich Hybrid gut. Hybrid ist eine Mischung nämlich aus beidem. Sativa und Indica. Jetzt kann also der Patient beim Arzt im besten Falle alle drei Sorten, so habe ich das zum Probieren auch schon gehabt, da ich jetzt aber weiß, ich brauche kein Sativa, da langt man dann auch einen Kaffee. Also ich lang mir selbst dafür. Deswegen ist bei mir Hybrid und Indica. Die gewählte Sorte. Ja, und das, was ich euch jetzt da vorgefespert habe zum ins Gras beißen, das ist also auch eine Indica-Sorte. Und ja, kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Für die Patienten die Sache so zu probieren: 10 Minuten im Backofen, 110 Grad, Ober-Unterhitze, abkühlen lassen, vorher klein machen, feuerfeste Schale.
dann in ein schönes kleines Gefäß rein. Ja, und dann Messerspitze, weiße. Ich empfehle dazu, das zu machen, das allererste Mal, wenn man es tut, am Wochenende, wenn man am nächsten Tag nichts vorhat, abends vor dem Schlafengehen. Es kann ja auch mal jemandem die Muskulatur, also ich will nicht, dass jemandem was passiert aufgrund von meinen Ratschlägen. Alles immer vorsichtig, so Versuche, die ich mit mir selbst gemacht habe, habe ich mit mir selbst gemacht. Da war ich auch vorsichtig. Also, wie gesagt, der Beginning ist abends. Gucken, wie reagiert man. Daheim, zu Hause, auf gar keinen Fall Auto fahren und am nächsten Tag nicht. Keine wichtigen Termine haben. So probiert man sowas aus. Ne? Und wenn man jetzt, es kommt halt auf die Schwere der Erkrankung an, wie viel von dem Cannabis man dann braucht. Einmal gewöhnt man sich wohl ein bisschen dran. Und dann gibt's mit dem Gewöhnen halt auch noch die Sortengewöhnung. Das ist das Diffizile, wenn man jetzt eine Lieblingssorte hat. Man muss sie trotzdem irgendwann mal wieder wechseln, weil der Körper sich daran gewöhnt. Nicht ans Gras insgesamt, aber an die Sorte. Und Hybrid, Indica, Sativa, das sind mal nur die Grundbausteine. Sorten sind dann noch, die heißen dann Baker Street, die heißen Betrokan, die heißen, also das sind Sortenbezeichnungen innerhalb von diesen Unterscheidungen. Also wenn ich jetzt ein Indica Gras möchte, muss ich immer noch wissen, welche Sorte denn überhaupt. Da gibt's Apotheken, die einem helfen können. Also die Neue Stadtmitte in Leonberg zum Beispiel, darf man wahrscheinlich als Patient jetzt schon sagen. Die kann man anrufen und auch fragen, wie sieht's aus, was wäre denn bei euch, was empfehlt ihr denn, was kann mein Arzt verschreiben? Eigentlich muss ich das alle 30 Tage machen, weil mein Arzt nicht einfach nur verschreiben kann. So, dasselbe Gras. Man muss gucken, ob es in der Apotheke auch vorrätig ist, vorhanden ist. Da habe ich früher viel Heckmeck gehabt. Jetzt ist gut, weil mein Arzt mit der Apotheke zusammenarbeitet. Da gibt es eine Kommunikation und Kommunikation hilft immer. Na? Also, mit diesem schließe ich jetzt. Kommunikation hilft, aber jetzt könnte es schon wieder zu viel werden. Also bitte eure Fragen gerne unten in die Kommentare, dass ich weiß, was ich besser oder anders oder nochmal erklären muss. Darf. Vielen Dank, dass ich euch das erklären darf und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hallo. Webung. Ich hatte es ja gerade noch mit euch über mein gutes Indica-Gras. Das zeige ich euch noch. Also, so tue ich es dann halt nicht in den Backofen. Ne? Also Kleinmacher, das ist das Vorher-Gras. Ja, noch geschickter wäre es, wenn ich es grindern würde, wenn ich es da reinmache, weil das ist eine goldige Kräutersache eigentlich, also wo man so Kräuter reinmachen kann. Das, oh, das geht ein bisschen schwer. Da ist so ein längliches Loch und da so kleine Löchle. Also wenn man das Gras kleiner macht, dann könnte man das tatsächlich mit dem auch geschickt zum Bauer verwenden. Und jetzt kommt, da müssen wir noch richtig zumachen, der besondere Clou noch dran. Es ist magnetisch. Oh. Ja, das muss dann halt jetzt auch wieder sein. Entschuldigung. Okay, mein magnetisches Gras ist leider davon gefallen, aber im Endeffekt ging es ja jetzt auch nur darum, wer signifikant die Schadstoffe beim Kiffen vermeiden möchte, ja, signifikant verringern, der würde zu Purize-Filtern greifen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal.